Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk mit Tim. Anders als sonst will ich heute gar nicht so viel vorwegnehmen, denn wir haben einen Gast, der interessiert euch sicherlich brennend, denn an ihm führt beim FCH kein Weg vorbei. In dem Sinne, herzlich willkommen, Marc Schnatterer. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Servus. Klar, immer doch. Der Grund, dass du heute hier bist, du hast tatsächlich am Wochenende dein 200. Zweitligaspiel schon absolviert. Jetzt bist du schon eine ganze Zeit beim FCH und bist natürlich auch zum FCH gekommen, als wir noch nicht im Profibereich waren. Hast du dir da jemals träumen lassen, mal auf 200 Profispiele zu kommen? Das ist wirklich so, wenn man sich das so ein bisschen Revue passieren lässt und ein bisschen auch die Gedanken hat, was vor ein paar Jahren noch war. Als man hierher gekommen ist, ist es schon verrückt, heute, ich glaube, 7. Jahr jetzt zweite Liga zu spielen und B, natürlich jetzt 200 Zweitligaspiele auf dem Buckel zu haben. Das ist schon, ja, schon was Besonderes, dass wir den Weg zusammen gehen konnten und dass man auch so eine Marke jetzt auch, ich sage es mal, brechen konnte. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass man bei so vielen Spielen auch in der zweiten Liga auf dem Platz stehen durfte. Super, danke schon mal für die erste Einschätzung. Und jetzt haben wir uns was für euch überlegt. Es soll ja schließlich nicht langweilig werden. Deswegen ein neues Format bei Talk mit Tim. Und darüber sprechen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen. Weißt du noch? So heißt also unsere neue Rubrik. Und Marc, ich erkläre dir schnell, worum es geht, damit du nicht komplett ins kalte Wasser springen musst. Als Spieler wie du muss man ja sicherlich das ein oder andere Interview in seiner Karriere geben. Und wir wollen jetzt mal testen, weiß er eigentlich genau, was er da sagt und weiß er vor allem noch, was er gesagt hat. Deswegen haben wir mal drei Zitate von drei verschiedenen Spielen rausgesucht. Und mit dem ersten fangen wir jetzt mal an. Deine Aufgabe ist es dann zu erraten, nach welchem Spiel du eben jenes gesagt hast. Also, wenn du bereit bist, können wir gerne starten. Ja, ist ja nicht schwer. Ich meine, es sind ja bloß 12 Jahre, von dem her alles gut. Schauen wir mal ganz entspannt. Also, das erste Zitat. Wir machen die Tore eiskalt. Und XXX, das steht für den Gegner, den hast du da nämlich genannt, vergibt reihenweise Möglichkeiten. In dem gleichen Interview hast du dann noch gesagt, das war Weltklasse. Puh. Also wenn ich jetzt sagen würde, eiskalt, da müssen wir dann schon vielleicht ein paar Tore gemacht haben. Aber bei dem. Das war schon ein wichtiges Spiel, ist auch schon ein bisschen länger her. War auch vor allem für die Leute hier in der Region auch sehr wichtig. Oh, das klingt ja schon nach einem Derby. Könnte richtig sein. Könnte mir vorstellen, dass es natürlich der vorletzte Spieltag war. Saison 2014-15. Richtig. Wo wir dann in Aalen gespielt haben. Ich meine, das Spiel war wirklich so. Haben wir 4-2 gewonnen. Genau. Und ja, man muss fairerweise sagen, dass auf beide Seiten aufgrund der Torschancen die Möglichkeit da gewesen wäre, dass man beide so viel, gleich viel Tore schießen oder das Spiel 5-4, 4-5, 4-4 ausgehen hätte können. Das letzte Derby im Ligabetrieb bisher für den FCH. Ja. Wie ist es so als Spieler, wenn man so ein Derby vor der Tür hat oder dann auch auf dem Platz steht? Das ist sicherlich nochmal was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Also es waren schon immer besondere Spiele. Es war wirklich alles dabei, was man sich eigentlich in so Derbys vorstellen kann, die ich miterleben durfte. Von natürlich Niederlagen, die verdient waren, die auch geschmerzt haben. Dann aber auch Siege im Pokal. Dann natürlich speziell auch das Spiel, das natürlich nach der Vorgeschichte mit dem verlorenen Hinspiel daheim natürlich schon eine Brisanz hatte. Für beide einmal auf die Tabellensituation von Aalen und bei uns natürlich auch die Erwartungshaltung der Leute hier, dass wir es auch wieder gut machen wollten. Die Stimmung war immer sehr explosiv, positiv gemeint. Und wenn man die Spiele am Ende gewonnen hat, war es natürlich schon auch irgendwo ein bisschen eine Genugtuung, um das dann auch zusammen mit den Fans zu feiern. Die haben das so einen Sieg schon einem doppelt angerechnet, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Zitat. Bisher sehr souverän, ziehe ich den Hut bisher. Ja gut, du hast mir auch ein bisschen geholfen, muss mir auch ganz minimal ehrlich sagen. Minimal. Also pass auf, das nächste, ich würde sagen, da könntest du dich vielleicht sogar noch ein bisschen besser dran erinnern. Ich lese es mal vor. Das setzt unglaubliche Emotionen frei. Man kann gar nicht beschreiben, was hier heute abgegangen ist. Das ist unglaublich.
ich muss erstmal ein paar Minuten Ruhe finden, um alles zu verarbeiten, was hier heute los war. Also vom Wortlaut kann es eigentlich nur zwei Spiele sein für mich. Muss mir jetzt überlegen, aber tendenziell, wenn du sagst, es war nicht so lange her, könnte man vorstellen, dass es das DFB-Pokalspiel in München war. Das andere Spiel, was noch in meinem Kopf jetzt da eine Rolle spielt, war der Auswärtssieg in Stuttgart damals. War beides, würde ich jetzt behaupten, wird beides, also passt beides sehr gut auf das, was ich da gesagt habe nach dem Spiel. Deswegen, schwierig, das ist eine 50-50-Chance. Ich meine, das eine Spiel haben wir gewonnen, das andere verloren. Trotzdem hat es sich angefühlt, wenn man gewonnen hat. Ich tippe jetzt einfach mal auf das Spiel gegen Bayern. Ja, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Und es wäre auch nicht Stuttgart gewesen. Auch nicht. Es ist tatsächlich noch jüngere Vergangenheit. Noch jünger, dann kommt da auch wieder nur eins in Frage. HSV. Absolut richtig, HSV-Wahnsinnsspiele, oder? Also wenn man mal überlegt, was da abgegangen ist. Ja, okay, ich habe jetzt einfach gedacht, das war irgendein Spiel, wo noch Zuschauer dabei waren. Deswegen habe ich das HSV-Spiel jetzt mal gar nicht so beachtet. Aber ja, also emotional kann man auch gar nicht, glaube, das wiedergeben. Das muss man wirklich erlebt haben. Ich habe ja auch, glaube ich, danach noch gesagt, wenn hier heute 15.000 da gewesen wären, ich weiß nicht, was passiert wäre. Nach dem Schlusspfiff oder beim Tor vom Kerschi, das er da in der letzten Sekunde gemacht hat. Ich muss sagen, da bekommt man, wenn man drüber nachdenkt, noch Gänsehaut, weil es einfach so ein unglaublicher Moment war. Und ja, das, also ich glaube, da schwärme ich noch ewig davon. Es war einfach, ja, leider Gottes konnte man es nicht teilen mit den ganzen Zuschauern, die sonst immer dabei waren, aber ja, das war einfach eine geile Geschichte, wo der Ball reinfliegt, Bomber das Ding ablegt und Kerschi ihn reinmacht. Ich schaue heute noch ab und zu mal, ich habe so ein Video, wo die Kamera von uns ein bisschen aus der Perspektive von der Auswechselbank ist, und wenn man das nochmal sieht und nicht mal das Tor sieht, wie es fällt, sondern nur den Pegel wahrnimmt, den Verlauf anhand nur von den Gesten oder vom Trainer, von den Jungs, die da an der Bank noch waren, oder sogar, weil wir ja da auf der Tribüne Platz nehmen mussten, die Auswechselspieler, dass der eine oder andere Spieler dann von da oben reinspringt, das kann man gar nicht beschreiben, das war einfach sensationell. Ja, tatsächlich ein verrücktes Video, nur mal, damit ihr zu Hause euch auch vorstellen könnt, worüber Schnatti jetzt gerade gesprochen hat, schauen wir uns das Video doch einfach mal kurz an. Unglaubliche Emotionen, glaube ich. Du hast es gerade eben schon gesagt. Du hast aber gesagt, ja, Spiel ohne Zuschauer. Das letzte, das dritte Zitat, da kann ich vorwegnehmen, Zuschauer waren da. Vielleicht hilft dir das schon mal ein bisschen weiter. Ich lese einfach mal wieder kann vor. Kann man eingrenzen dann das Ganze, ja. Es ist ein besonderes Spiel gewesen, vor allem für uns aus Heidenheim. Das war eine Rekordkulisse für uns und jeder Heidenheimer hat seinen Teil zu unserem Erfolg beigetragen. Wenn ich jetzt Erfolg nehme, dann kann es eigentlich nicht das Pokalspiel sein, weil ich meine, das war einerseits erfolgreich, aber sportlich gesehen nicht erfolgreich. Da müssten wir jetzt vielleicht auf das Spiel VfB gehen, weil ich meine, da waren es ja auch 50.000, 53.000 und das war auch damals, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt Rekordkulisse eigentlich. Das Nonplusultra für uns, das miterleben zu dürfen und dann auch noch dort in Stuttgart zu gewinnen, haben die wenigsten, glaube ich, erwartet. Außer wir Heidenheimer. Und deswegen waren damals ja auch 5.000, glaube ich, 6.000 dabei. Deswegen würde ich jetzt in dem Fall auf das Spiel tippen. Damit liegst du absolut richtig. Natürlich wollen wir auf das Spiel auch noch mal ganz kurz eingehen. Das ist ja der Wahnsinn, wenn man eigentlich sich mal die Größe der Stadt Heidenheim anschaut und dann überlegt, wie viele Heidenheimer tatsächlich dieses Auswärtsspiel mitgefahren sind. Und die Stimmung im Stadion war ja auch phänomenal. Das hat man sicherlich auf dem Platz auch ganz gut mitgekriegt. Ja, also das war schon besonders. Ich meine, ich war aus einem oder anderen Stadion in Stuttgart auch mal privat. Und wenn man dann
sieht, dass trotzdem der Gästebereich und sogar nebendran alles so voll ist. Alle waren damals in Blau gekleidet, das war ja das Motto. Und das ist schon so Motivation und auch gibt schon einmal einen so ein bisschen Energie. Das heißt ja nie, dass man dann deswegen jetzt ein super Spiel gleich macht und das Spiel gewinnt. Das war unser erster Auftritt da. Wir hatten richtig Lust an dem Tag, dass wir da ein bisschen auch unsere Visitenkarte hinterlegen in Stuttgart, zu zeigen, dass wir auch gut Fußball spielen können und auch erfolgreich Fußball spielen können. Und die Stimmung war richtig cool, wenn man es sieht. Erste Halbzeit war noch 0-0 und dann kommen wir raus, gehen in Führung, bekommen den Ausgleich und denken alle wahrscheinlich, ja, jetzt nimmt das Spiel seinen Lauf, Stuttgart wird das Ding jetzt drehen. Und dann haben wir wieder auch eiskalt zugeschlagen und das war schon was ganz Besonderes. War Freitagabend auch noch speziell, wo ich vielleicht sage, wenn es Samstag gewesen wäre oder Sonntag, vielleicht wären noch ein paar mehr aus Heidenheim da gewesen. Aber auch das 5.000, 6.000, viele vielleicht noch so verstreut im Stadion, die jetzt nicht direkt da eine Karte oder einen Platz hatten. Und ja, das war schon eine coole Geschichte, vor allem wenn man dann sieht, wir sind dann direkt natürlich heimgefahren, eine Stunde, Stunde 15, haben unten in der Stadt kurz mit dem Mannschaftsbus gehalten, haben uns kurz zusammen ein schönes Derby-Siegerbier gegönnt in dem Fall. Und dann sind wir hier hoch und dann hat jeder so ein bisschen den Sieg für sich genossen. Ja, es sind jetzt auf jeden Fall drei unglaubliche Spiele, glaube ich, gewesen, über die wir gesprochen haben. Das war's mit unserer neuen Rubrik Weißt du noch? Übrigens, falls es euch gefallen hat, wie Marc die Fragen beantwortet hat und auch an sich das neue Format, dann schreibt's ruhig mal in die Kommentare. Würde uns brennend interessieren. Ich glaube, Marc, dir hat's auf jeden Fall gefallen, oder? Ja, war auf jeden Fall cool, mal einen Rückblick auch wieder zu haben. Man lässt so ein bisschen die Erinnerung selber noch mal ein bisschen hochkommen und an so Spiele erinnert man sich immer gern und deswegen ist es auch schön, darüber zu reden, auf jeden Fall. In dem Sinne, lasst einen Kommentar da, dann können wir es vielleicht beim nächsten Mal auch nochmal machen. Gut, also ihr habt schon gemerkt, jetzt haben wir schon über viele besondere Momente mit Schnatti gesprochen, aber jetzt wäre vielleicht mal der richtige Moment, mal eine richtig schöne Anekdote vielleicht auszupacken. Vielleicht eine Geschichte, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Irgendwas aus der Kabine, irgendwas, was dir aus deinen Jahren beim FCA hängen geblieben ist, was unsere Fans ja sicherlich auch sehr interessieren würde. Ja, ist natürlich schwierig. Ich bin eigentlich schon einer, der sehr diszipliniert ist und versucht natürlich auch wenig Grund zu geben, um was in die Mannschaftskasse zu zahlen. Das ist mal das eine. Also, aber was mal war, das hat man vielleicht damals mitbekommen, das war, ich glaube, in der dritten Liga, war mal in Ingolstadt gespielt und eigentlich waren wir ganz gut im Spiel. Ingolstadt klarer Favorit, ich habe mich auch ganz gut gefühlt. Ich war noch relativ jung, war das zweite Jahr, glaube ich, als ich hier war. Und dann kam es zu einer Freistoßsituation, Mittellinie ungefähr, und Gegenspieler war damals, glaube ich, noch, kennt er auch viele, Zecke Neuendorf, hat, glaube ich, gefühlt 4-5 Meter Abstand gehalten von der, vom Ball und ich wollte ausführen und ja, im jugendlichen Leichtsinn habe ich dann so dem Schiri zeigen wollen, dass es bloß 5 Meter sind, habe Schritte gemacht vom Ball bis zur Mauer und dann noch drüber hinaus, dass es 9 Meter sind und ja, damals hat auch der Trainer das nicht so cool gefunden als Frank und ja, als Jugendlicher muss man da dazulernen, dass da vielleicht das nicht angebracht war und dann musste ich leider zur Halbzeit raus. Das hat mich damals sehr, sehr gewurmt und ich glaube auch, da ist man auch ein Spieler, der mal ein bisschen emotional ist und sensibel ist und das man dann auch nicht so richtig immer nachvollziehen kann. Aber ich meine, da muss man dann auch ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen locker mitbleiben. Da lernt man auch damit, mit so Situationen umzugehen und es ist auch immer ein Prozess, der kommt. Das war, ja, natürlich für mich dann in dem Moment schwer, aber ja, wie gesagt, man lernt, man weiß, wie man das vielleicht in Zukunft handeln kann. Und ansonsten, es ist jetzt so relativ spontan, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr auch noch darauf vorbereiten können, dass ich jetzt eine Anekdote erzähle, hätte mir ein bisschen noch Gedanken gemacht, weil ich glaube, es ist schon relativ viel passiert. Wir hatten viele lustige Momente. Was mir nicht selber passiert ist, was ich unheimlich lustig fand. Viele können sich das wahrscheinlich gar nicht, wenn sie es hören, vielleicht finden sie es nicht so witzig, aber wir haben hier oben ja auch immer das Schlossbergfest mal gehabt, zum Trainingsstart und so. Und dann hat es auch geheißen, wir sollen als Spieler da mal vorbeigehen. Es war zu der Zeit, als Micha Torg auch bei uns war. Und ja, er hat ja auch einen Sohn. Und er ist, glaube ich, auch für sein Alter, wo er damals war, brutal jugendlich gewesen und locker drauf. Und
ja, dann war er vorne und wir haben so ein bisschen die Leute gemischt, haben uns dann wieder später in der Kabine getroffen und ja, Micha kam ein paar Minuten später und da vorne war auch so eine Künstlerin, die den Kindern immer schöne Sachen ins Gesicht gemalt hat und auf einmal kam Micha ums Eck und hat sich, ich glaube, ein Spider-Man-Ding ins Gesicht malen lassen. Also es sind unheimlich witzige Sachen, die man dann gerade von einem Spieler wie ihm in dem Moment nicht erwartet und es hat so viel Spaß gemacht, auch da so Dinge mitzuerleben und es war einfach unglaublich witzig. Wir haben uns alle, lagen alle am Boden, haben da viel ja, drüber gelacht und ja, das sind so Dinge, wo einfach dann auch so ein bisschen das widerspiegelt, auch das Innenleben auch in der Mannschaft. Du hast jetzt ja, ein, zwei Anekdoten erzählt, als du auch noch jünger warst. Ähnlich wird es jetzt vielleicht einigen Spielern bei uns aus der aktuellen Mannschaft auch gehen. Ein kleiner Umbruch oder fast ein großer Umbruch beim FCH jetzt zum Anfang dieser Saison. Jetzt ist der Start vielleicht minimal schleppend verlaufen. Mit welchen Ambitionen gehst du jetzt in die weitere Saison und was kannst du vielleicht als so erfahrener Spieler auch jungen Spielern mit auf den Weg geben? Ja, ich glaube, es ist ganz normal. Das habe ich auch Anfang der Saison gesagt, auch dass wir wieder einen großen Umbruch hatten. Wir hatten sehr erfolgreiche zwei Jahre. Jetzt kommt man als junger Spieler her und man denkt, schon was die letzten Jahre hier los war, das muss man jetzt auch erstmal wieder liefern. Und trotzdem gehen viele Leistungsträger weg. Und ich glaube, es ist einfach das Wichtige für uns, dass wir uns als Mannschaft finden, dass wir da einen guten Teamgeist entwickeln und auch versuchen, eine Spielphilosophie rüberzubringen, auch wenn nicht gleich alles klingt. Das ist auch am Anfang der Saison ja auch, die Ergebnisse sind uns jetzt auch nicht immer so gelungen oder haben wir es so geschafft hinzubekommen, wie es vielleicht im Spielverlauf auch hätte sein hätte können. Aber da ist es wichtig, weiterzumachen und auch nicht den Glauben daran zu verlieren, dass es der richtige Weg sein kann. Und ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen dabei. Ich kenne auch die Mentalität, auch die Geduld und Ungeduld auch der Leute drumherum, die auch dann manchmal oft schnell manchmal kritisch werden kann. Auch ich finde, wichtig ist, dass man den Jungs einfach auch ein bisschen Zeit gibt hier. Ich habe die auch bekommen damals, klar, es war noch eine andere Liga. Aber gerade das ist ja auch das Schwierige. Zweite Liga ist so eine ausgeglichene Liga, da muss man schon immer eigentlich fast immer am Limit spielen, um auch Punkte einzufahren, erfolgreich zu sein. Und deswegen wäre es schön, wenn die Jungs auch die Unterstützung haben, wenn nicht gleich die Ergebnisse eingefahren werden, die wir uns erhoffen und die auch möglich gewesen wären. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig, gerade dass man es weitergibt, dass die Jungs auch wissen, sie können immer auf einen zukommen, wir bekommen eine Hilfestellung. Und trotzdem zählt natürlich auch der Leistungsgedanke, aber das, glaube ich, sind einfach Punkte. Es wird jedem helfen, der hier neu herkommt und auch irgendwo den Weg weitergehen möchte, den wir ja uns in den letzten Jahren auch aufgebaut haben. Ja, wenn man hört, was du jetzt vor allem zur letzten Frage gesagt hast, dann muss sich, glaube ich, der Fan im Allgemeinen gar nicht so große Sorgen machen, jetzt zu Anfang der Saison. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht packst du ja nochmal 202 Ligaspiele drauf. Wer weiß, was noch so kommt. Ein paar kommen sicherlich dazu. Insofern sage ich danke für die Zeit und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und lasst uns das ruhig wissen in den Kommentaren und lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao, ciao.